Carsten, so, wir haben jetzt Max Seger. Wie war denn heute das Rennen für dich? Ja, also das Rennen war generell recht gut. Ich bin absolut zufrieden. Ich muss mich jetzt langsam erstmal wieder eingrooven in das Ganze. Ich hatte etwas Pech. Im dritten Lauf ist mein Motor kaputt gegangen am Start. Und wir mussten dann noch das zweite Motorrad wechseln. Das war einfach von der Abstimmung her nicht so gut. Der Motor war einfach viel zu stark. Und darum hatte ich an den letzten paar Läufen einfach deutlich mehr Probleme und weniger Geschwindigkeit. Mit dem anderen Motorrad wäre sicherlich mehr drin gewesen. Macht es denn Spaß, hier 6. Speedway an Ostersonntag zu fahren? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jedes Jahr gerne in Neuenknecht. Das ist ein Verein, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein kleiner, familiärer Verein. Die tun hier viel und versuchen das wirklich hier einen tollen Job zu machen. Und ich bin immer wieder gern hier. Ja, das Wetter war ja heute Morgen nicht so toll. Fandst du das gut, wie die Bahn hinbekommen haben? Von dem Matsch zu kein Matsch mehr? Ja, auf jeden Fall. Die haben tolle Arbeit geleistet. Und was ich hier eben auch schön finde, wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe mit Mario Hauker ein bisschen darüber gesprochen, was vielleicht eine gute Idee wäre, was man mit der Bahn machen kann und eben, dass man das Training dann nach hinten verschiebt. Und eben, die lassen auch mit sich reden und versuchen, das Bestmögliche für die Fahrer hier auf die Beine zu stellen. Okay, danke schön. Gerne.